Hallo und herzlich willkommen zu This War of Mine mit Jan von Remastered. Und wir werfen in dieser Let's Play-Reihe einen Blick auf das Spiel in This War of Mine, das die meisten von euch ja wahrscheinlich schon kennen oder von denen die meisten von euch zumindest schon gehört haben. Was ist This War of Mine? Das ist ein Spiel, das 2014 erschienen ist, oder Ende 2014, vom polnischen Entwickler 11bit. Und in dem Spiel, wie der Name schon sagt, geht es um Krieg, aber nicht das übliche Geplänkel, man ist Soldat und ballert sich dadurch Horden von bösen Crowds oder so, sondern man spielt Zivilisten, die durch Zufall in diesen Krieg, in diese Kriegssituation hineingeraten sind, denn ihre Stadt ist heimgesucht worden von Krieg und sie konnten nicht mehr rechtzeitig fliehen. Ja, ich habe selber eine Runde This War of Mine hinter mir, das heißt, das Spielziel ist ganz einfach, wir müssen im Prinzip für eine gewisse Zeit überleben, unsere ganze Gruppe, wenn es geht, durch diese Kriegszeit durchbringen, bis endlich ein Waffenstillstand ausgehandelt wird und dann ist das Spiel oder die Runde des Spiels vorbei. Was wir in dieser Let's Play-Reihe tun, ist folgendes: Wir werden hier rechts unten unsere eigene Geschichte schreiben und wie könnte es anders sein, werden wir natürlich nicht in diese vorbereiteten, super langweiligen, osteuropäisch klingenden Charaktere nehmen, sondern wenn wir jetzt hier einmal durchklicken, habe ich natürlich schon mal was vorbereitet und zwar habe ich leider nur 6 Slots, deswegen habe ich jetzt natürlich mich selber eingebaut, aber auch noch ein paar andere Remastered-Jungs mit eingesetzt. Man kann in jeder Runde erstmal nur 4 Spieler auswählen, um das schon mal zu erklären. Das heißt, ich starte jetzt mit 4 Gesichtern. Und zwar nehme ich diese 4 hier. Also Alex, Jakob, Jan und Phil muss dabei sein. Denn Phil und ich, wir gehören ja zusammen. Und Jonas und Justus, vielleicht werden wir ihnen noch begegnen, denn wenn einer meiner Charaktere stirbt, dann kann es sein, dass ein neuer Charakter mir vom Spiel quasi zugeordnet wird. Der taucht dann auf und dann kann ich mir aussuchen, ob ich den reinlasse oder nicht. Ich habe unseren Charakteren auch verschiedene Hintergrundstories verpasst. Das heißt, wenn wir mal zum Beispiel kurz mal auf Alex klicken, dann sehen wir, dass er ein Fotograf ist. Also man hat 6 Hintergrundgeschichten zur Auswahl. Ich selber bin ein Computerspezialist natürlich, Jakob ist ein Psychologe und Phil ist ein Pharmazeut. Da dachte ich mir, eher als Musiker, da passt vielleicht Drogen noch am ehesten zu diesem künstlichen Berufsbild, das wir uns hier ausdenken. Ja, die City Map habe ich auch schon vorbereitet. Das bedeutet, wenn wir jetzt einmal draufgehen, es gibt hier verschiedene Orte, die ich im Laufe des Spiels aufsuchen kann. Und wie die Orte genau aussehen, das hängt immer ein bisschen davon ab, was ich hier auch eingestellt habe. Das heißt, entweder können mir da feindliche Truppen begegnen, es kann aber auch sein, dass da einfach nur friedliche Mitbürger leben. Und natürlich kann ich mir dann aussuchen, ob ich mit denen handle oder sie umbringe oder sie heimlich bestehle etc. etc. Ich habe jetzt hier alle Orte, die es gibt, in diese Map eingebaut. In meiner ersten Runde waren viele dieser Orte, die ich jetzt hier sehe, gar nicht mit dabei. Die Stadt hier heißt jetzt auch Münster offiziell. Ich weiß nicht, ob das Spiel das dann noch übernimmt, aber das habe ich mir so ausgedacht. Und ich habe das so ein bisschen verteilt. Das heißt, einige Orte sind feindlich gesinnt, da hat man noch gar keine Wahl. Aber bei manchen kann ich es mir aussuchen. Zum Beispiel bei der Schule, da kann ich sagen, ob da jetzt Obdachlose oder eben Rebellen leben. Und da habe ich mich jetzt für Obdachlose entschieden. Ich lade jetzt aber hier mal meine City Map Münster. So sieht die aus. Jetzt gehe ich hier raus und was ich hier jetzt noch einstellen kann, sind verschiedene Settings, wann der Winter kommt. Warum ist das wichtig? Weil der Winter eine besondere Rolle spielt. Sobald der eintritt, wird das Spiel deutlich schwieriger. Das Haus, in dem wir leben, wird ganz kalt sein. Die Bedingungen werden erschwert, aber ich stelle jetzt hier alles erstmal auf mittelschwer. Das heißt, der Winter kommt irgendwann mittendrin und er wird mittelstark sein und er wird auch mittellang dauern. Ich denke, das ist dann am fairsten, denn so gut, glaube ich, kann ich das Spiel einfach auch noch nicht, um mich durch einen schwierigen Winter durchzuschlagen. Days until Ceasefire, also wann ist das Spiel vorbei? In meiner ersten Runde, da hatte ich ja keinen Einfluss drauf, da wurde das gelost. Da habe ich dann, ach guck mal, die Locations hängen davon ab, wie lang. Oh Gott, oh Gott. Ich mache aber mal 40 Tage. Okay. Und und Intensity of the Conflict machen wir auch auf Moderate. Das heißt, das ist dann also sozusagen der normale Schwierigkeitsgrad. Ja, ich denke mal, dass das jetzt alles soweit fertig ist. Und dann starten wir jetzt mal mit unserer Geschichte. Und zwar jetzt.
Ja, in diesem Bildschirm zu Beginn, Tag 1, da sehen wir dann immer, wie genau unser, also was genau los ist. Jetzt gerade haben wir also ganz normalen, in Anführungszeichen, Kriegszustand. Weder Wetter noch irgendwelche bestimmten Events am Start. Ja, wir sehen hier auch, dass unsere vier Spieler jetzt schon mal, unsere Charaktere, und die haben jetzt auch alle ein Aussehen, das ich mir leider nur aus vorgefertigten Models aussuchen konnte. Ich hoffe, dass das so ungefähr hinhaut. Ja, hier sehen wir jetzt unsere kurze Hintergrundgeschichte. War has been waging for countless months and the besieged city has been reduced to a sea of ruins by constant shelling. Ja, also es gibt hier dauernd irgendwelche Bombenbeschüsse, und im Prinzip versucht die Story die Spielmechanik zu erklären. Das heißt, wir können nicht rausgehen tagsüber, weil das Sniper sind und nur nachts geht's eben. Ja, jetzt sehen wir schon mal so ein Grundprinzip des Spiels. Das heißt, die Charaktere sagen zwischendurch immer wieder was zu ihrem Zustand. Und wenn wir uns durchklicken, sehen wir, dass einer unserer Charaktere, in dem Fall Alex, jetzt leicht krank ist. Das ist ganz normal. Zu Beginn des Spiels ist immer ein Charakter krank. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass unser Haus ein bisschen frei wird und bewohnbar wird. Das heißt, ich schicke jetzt alle Charaktere, indem ich die anklicke und jetzt auf diese Events hier klicke, los und lasse die erstmal diesen ganzen Müll hier entfernen. Das ist also einer der, der normalen Vorgänge hier. Das heißt, ihr seht, jetzt läuft hier so eine Uhr rum oder so eine Anzeige. Wenn die voll ist, ist dieses Event quasi geschafft. Das heißt, jetzt im Moment verbringen wir jetzt den Anfang erstmal damit, hier alles frei zu machen. Was jetzt passiert ist, ich habe irgendwo einen hingeschickt, und zwar Sachen aus einer Kommode oder so rauszuholen. Hier rechts sehe ich jetzt alle Sachen, die da drin sind, und das hier links ist quasi unser Vorrat. Der ist unendlich groß in unserem Haus, das heißt, im Haus kann ich so viel lagern, wie ich will. Und jetzt nehme ich hier auch erstmal alles mit. Vor allem die Materialien werden wichtig sein, denn aus diesen Materialien kann ich verschiedene Gegenstände bauen und auch Möbel, die ich eben zum besseren Leben nutzen kann. Und sowas wie diese Kräuter hier oben, die brauche ich eben, um beispielsweise Gemüse oder sowas herzustellen oder ich glaube Zigaretten. Ja, wir sehen hier oben auch eine Zeit rumlaufen, das heißt, ich habe jetzt hier erstmal 9 Uhr morgens. Tagsüber kann ich also das Haus bearbeiten und das werde ich jetzt hier auch anfangs erstmal tun. Hier unten sehen wir, dass eine Tür erstmal verschlossen ist, das heißt, um da ranzukommen, brauche ich ein Picklock. Oder Lockpick. Picklock ist auch gut. Wir gucken mal, ob wir den bauen können. Dazu wähle ich jetzt hier unten erstmal Philipp an. Der geht jetzt hier zu dieser Workbench, die ist schon da. Aber da sehen wir, kann ich hier gar nicht bauen. Denn dafür brauche ich diesen Metal Workshop. Und um den zu bauen, brauche ich 10 Components und 5 Woods, also Holzplanken. Habe ich aber alles noch gar nicht. Das heißt, ich kann hier unten also erstmal gar nicht rein. Ein bisschen blöd, aber kann man jetzt eben nicht ändern. Ach, guck mal, das hatte ich in meinem letzten Spiel gar nicht. Hinten ist ein Baumhaus. Wie cool. Das hatte ich gar nicht im letzten Spiel. Naja, dann gehe ich jetzt hier erstmal nach oben. In meiner letzten Runde hatte ich auch einen viel größeren Keller. Ist ja witzig, dass das Haus auch immer neu erzeugt wird. Das war mir wirklich gar nicht so bewusst. Immer wieder für eine Überraschung gut offensichtlich, dieses Spiel. Ja, und während sich jetzt meine Jungs hier durchmogeln, kann ich dann hier jetzt erstmal einen weiteren Schrank durchsuchen. Natürlich ist der auch zu. Na toll. Dann gehen wir hier nach oben und gehen jetzt einmal nach draußen. Was eben die Schwierigkeit des Spiels darstellt, ich muss eben im Laufe der Zeit Essen anschaffen, ich muss, wenn einer zigarettensüchtig ist, Zigaretten anschaffen, etc., etc. Hier haben wir eine ganze Menge Zeug bekommen, ist schon mal gut. Sonst werden die Leute unglücklich, depressiv, können sogar irgendwann mal echt zerstört sein, am Boden zerstört sein, dann sind die broken. Und im schlimmsten Falle können natürlich dann auch Charaktere hier sterben. So, jetzt habe ich hier erstmal draußen alles abgesucht, das heißt, ich kann jetzt hier Alex erstmal wieder reinholen. Ein Problem, was ich jetzt habe, ich habe noch gar kein Bett. Und weil ich kein Bett habe, kann auch niemand richtig gut schlafen. Das ist schon mal nervig. Das heißt, ich muss mich um mein Bett bemühen. Ich muss auch unbedingt Medikamente finden. Da haben wir schon mal einen Lockpick gefunden. Das ist schon mal toll. Also es steht noch so einiges an. Das heißt, ich kann jetzt erstmal Jakob hier runterschicken. Sein Charakter ist übrigens strong-willed. Ist das nicht toll? Während Jan, ich hier oben, ich kenne mich mit elektronischen Geräten aus. mich erstmal durchboxen kann. Ja. Phil hat gerade nichts zu tun. Den lassen wir jetzt erstmal diesen Schrank hier öffnen. Mal schauen, was da drin ist. Noch mehr Teile, super.
Jakob, lassen wir hier reingehen und erstmal das Ding hier freimachen. Später im Spiel kann ich mir auch Schaufeln bauen. Das ist dann besonders ganz wichtig, wenn ich auf Reisen bin nachts. Denn nachts kann ich in andere Gebäude eindringen, die wir vorhin auch auf der Karte definiert haben. Und da dann eben auch Sachen erhalten oder beziehungsweise, das kommt auch dazu, Sachen irgendwie freischaufeln. Da helfen Schaufeln, weil damit geht es halt tausendmal schneller. Wenn ich dann nachts unterwegs bin mit einer zeitlichen oder mit der Zeit im Nacken, ist es natürlich schwierig, das hier, also ist es schwierig, da 50 Erdhügel wegzumachen. So, wir lassen Alex jetzt mal etwas bauen. Und zwar bauen wir uns jetzt erstmal ein Bett. Wo stellen wir das hin? Wo baue ich denn mein Schlafzimmer? Also, soweit ich weiß, ist das echt scheißegal, wo man seinen Kram hinbaut. Man kann sich das frei aussuchen. Hier oben ist die Küche. Hier ist unsere Workbench. Das heißt, ich mache doch mal einfach hier unser Schlafzimmer hier. Anscheinend muss man es eh verteilen. Das ist ja ein bisschen nervig, schade. Dann baue ich das einfach mal hier hin. Haben wir anscheinend keine... Das ist aber irgendwie nervig. Da fühle ich mich nicht wohl. Nein, nein, nein. Aber man hat hier nicht so richtig Platz. Das ist ja irgendwie blöd. Dann stellen wir das doch hier hin. Das ist jetzt unser Schlafzimmer. So, und natürlich ist das Spiel nicht so freundlich und lässt einen das sofort dahinstellen, sondern man muss es natürlich auch erstmal bauen. Und so setzt sich eben dieses ganze Spiel aus ganz vielen verschiedenen Zeitereignissen zusammen. Also es ist im Prinzip ein kleines Strategiespiel mit Stealth- und Adventure-Elementen. Also wenn man gerade jetzt nachts rumläuft, hat man auch so ein bisschen Prince of Persia 2D-Feeling. Das werdet ihr aber nachher, denke ich, auch noch dann mitbekommen. Ja, jetzt gleich wird auch der erste Tag vorbei sein. Also ich glaube ab 8 oder 9 Uhr bricht automatisch die Nacht an. Ich könnte auch den Tag sofort beenden, aber wir haben jetzt ja an den Anfangstagen so viel hier zu tun, das wäre einfach verrückt, das nicht zu tun. Was ganz wichtig ist, ist auch ein Ofen. Das heißt, den bauen wir doch jetzt, oder den fangen wir zumindest nochmal an zu bauen. Und den Ofen stellen wir hier oben direkt in die Küche. Ne, da ist auch der Kühlschrank, dann bauen wir doch direkt daneben den Ofen. Das finde ich ganz praktisch, da ist auch ein Fenster, dann können wir lüften. Wobei wir jetzt gerade das Problem haben, dass wir hier sowieso viel zu viel offene Löcher haben. Das wird uns nachts oder des Nächtens angreifbar machen, das werdet ihr dann auch noch erleben. Ach, natürlich brauchen wir hierfür auch wieder ein Lockpick, es ist ein einziger Traum. Alex lassen wir jetzt hier ins Bett legen, das heißt gerade gebaut hat. Dann sehen wir jetzt auch schon, er ist jetzt am Recovern, weil er eben gerade baut. Den Metal Workshop, den können wir jetzt nicht mehr bauen, weil wir eben, uns fehlt ein Holzelement. Aber damit, das werden wir wahrscheinlich in der ersten Nacht auch schon finden können, ein paar Holzer oder vielleicht auch hier oben. So, wenn ich doppelklicke, dann laufen die Leute schneller, wie wir sehen. Jetzt fängt aber die Nacht an, das heißt, jetzt kann ich bestimmen, was in der Nacht so alles passieren soll. Das, meine lieben Freunde, werden wir aber in der nächsten Folge erst sehen, denn ich glaube, ich habe sogar ein bisschen überzogen. Wir sehen uns dann also in Folge 2 wieder mit unserer ersten Nachtaktion bei This War of Mine in der Remastered Münster Special Edition. Bis dahin, alles Gute.